Ja, hallo, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir die eine oder andere Nebenquest gemacht mit Sergei, mit hier dem Museum und mit sonst nichts, oder? Weiß nicht. Ist nur 5 Minuten, ja, also wir haben jetzt hier diesen Typen im Museum erledigt, haben aber noch eine Aufgabe, und zwar müssen wir diesen beiden Typen nur Bescheid geben, von dem wir die Mission haben. Und die sind hier an dieser Brücke am Falken, am Falkenwindhang, ja. Nicht am Falkenklamm oder so. Falkenkamm. Und ja. Und guckt euch das hier an. In einem Bosskampf, ne? Ich hatte als vor dem Bosskampf, glaube ich, so gut wie gar keine Erfahrungspunkte, und jetzt habe ich fast voll und es fehlen nur noch 38. Ja, Mikleo liegt jetzt auch ein paar zurück, weil er einmal verreckt ist. Und er hat einen Angriff von 806. Das ist größer als der von Layla, weil ich bei ihr ein paar Änderungen gemacht habe. Und die Typen sind nicht hier. Was zum... Tut mir leid, das hättest du nicht sehen müssen, aber wir müssen immer noch mit ihnen mitteilen, dass es vorbei ist. Willst du mit mir zu John und Chino kommen? Wo sind die jetzt? Mit dem Versteck. Nee. Wo war da nochmal? Gehen wir mal dahin. Da sind ja die beiden Kinder wieder aufgewacht. Ach, die beiden, okay. Da geht da ganz zurück zu dieser Mission, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Kein Skit, okay. Bin jetzt ein bisschen lost. Ich weiß jetzt nicht, was ich genau machen soll. Okay, müssen wir anscheinend nicht hin. Na gut. Warte mal noch auf. Machen wir mal die Schmelztitel. Zafgott Morgoth vor Schmelztiegel der Großheit Tapala. Da müssen wir mit Zabet, glaube ich, noch machen. Ich ja auch hoffentlich das schaffen müsste jetzt, ne? Als Zabet vertraue ich. Der hat viel Angriffskraft und viel Verteidigung, HP. Das hat doch eigentlich geschaffen. Also komm. Oh, okay. Das ist das. Nur Sore und ein Seraph. Okay, ich dachte, er wäre schon. Wo ist denn der dann für Zavet? Nochmal mit Edna natürlich. Sie hat Flächenheilung und hat viel Verteidigung und so. Wahrscheinlich steuere ich sie jetzt, ne? Sehr geil. Ja, hier sein scheinbar stark. What? Elefant. Ja, warte mal, ich kann mich amortisieren hier, merke ich gerade. Aber ein Seraphen und ein Ding. Die sind sehr schwach. Wir sind aber die ersten Gegner. Warum mehr? Traurig ist, kriege ich keine Erfahrungspunkte. Ich bin nur ein paar Erfahrungspunkte entfernt vom Level Up. Leg und sieh. Verdammt, ich habe automatisch den Mystik aktiviert. Ich will natürlich die neue mal sehen, aber er setzt sich ja automatisch ein, wenn ich angreife. Dann machen wir halt mal so. Mal hier aufladen. Ja, warte mal kurz, Edna. Ich komm gleich. Wow, warum ich auf Rang 4? So, mal gucken. 4 Treffer-Kombo bei normalen Starts mit 5.
Ah, 4 Treffer. Mann, hör auf damit. Komm her. Du machst nicht die richtige. Gibt's doch nicht. Ich hab doch 4 Treffer. Ah. Noch mal. Sehr geil. Hat sogar halbwegs was abgezogen. Sehr gut. Jetzt kommt sie mit ihre. Ah. 55 immer noch. Okay. Ja, ist gerade sehr chillig hier. Wenn ich noch nicht die ganze Zeit getroffen wäre von irgendwelchen Arts. Ist noch chilliger. Ah. Die hat gerade so gefühlslos. Aber wo ist denn dann der für zerwählt? Ich glaube, glaub ich für jeden außer für zerwählt schon ein Dings, ne? Ein Schmelzziel gemacht. Habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ja, gut. Musik passt voll. Oh, frei. Stimmt, ich muss jetzt hier auf Heilung achten. Meine Güte. Was ist das? Und das? Und den hier? Dann machen wir den hier. Uff. Uff. Ein Stück Arsch. Ganz viel. Uff. 55.000. Okay, ich dachte, du hast eine riesige Angriffskraft. Haben sie in Grace's F auch gemacht. Eben. Komm, ich hau euch alle mit einem Schlag. Oh, kolossal. Und tschüss. Hey. Lass mal die Spellcaster hier weg, sag ich mal. Komm ich auf einmal mit so Pro-Begriffen. Oh. Ich hab ein Monolith auf die geworfen. Oh, warte mal. Warte mal. Komm schon. Mann, ich will einen Elefanten durch die Gegend werfen. Oh, leck mich. Auf damit.
So, komm her. Nein, ich kann ihn nicht in die Luft werfen. Ja, nicht im letzten Kampf irgendwie so. Diesen Ogre oder was auch immer war. Oh Gott. Hab ich gerade eine Vase auf die geworfen? Ich weiß, die Attacke als Schrottwurf, aber trotzdem. Oh nein, nichts da. Oh, ich dachte, der eine kommt sich auf mich zurück. Der ist und du auch beinahe. Das war easy. Was? Und geil. Wird ein paar Sachen. Er sagt mir nicht, ich muss mit jeder Kombination hier durch. そもそも強い氷魔を埋めためのReflex erhalten ist, glaube ich, nicht mehr so gut, ne? Verteidigung und Angriffskraft. Ja, hol ich mal die Sachen an, die meine Kerle jetzt hier haben. Topaz, Wander und vor allem Zerweht hat voll viele Sachen bekommen in meiner Trainingssession. Guckt euch da mal an. Hier, Topaz Montur vielleicht. A-Angriff und A-Verteidigung für Verteidigung. Nee. Habe ich nicht gerade. Besten habe ich bekommen, super. Finalstar habe ich bekommen, der auch episch ist. Angriffskraft, A-Verteidigung. Nee. Kalibonus. Da habe ich absichtlich, damit er sobald gleich irgendwie hat. Gut. Und jetzt bin ich verwirrt. Aber Schmelztiegel sind ja immer nur in so Ebenen, ja, ne? Der erste Schmelztiegel war im der Wiese des Triumphes. Den haben wir auf jeden Fall. Der war mit Surrey. Der war mit Mikleo, den haben wir auch. Der hier war mit Edna, den haben wir auch. Der hier war mit entweder Lila oder mit Rose. Einen habe ich auf jeden Fall nicht. Lass mal hier hingehen. Ne, da war mit Edna, oder? Edna haben wir auf jeden Fall. Sorry, haben wir bei Lila und Rose, bin ich mir nicht so sicher. Okay, was war nochmal der andere dann? Ne, der andere war mit Lila, ne? Der hier war Mikleo, das weiß ich. Sorry, Mikleo. Der hier war mit Lila dann. Ich gehe nochmal gucken. Ich glaube, Rose habe ich da noch nicht. Jetzt natürlich nicht umsonst hier so ein Dingen machen. Der hier muss mit Lila dann sein. Ja. Lila haben wir, glaube ich, auch schon. Ich könnte im Cut Corner mal nachgucken. Ich habe ja die Skits davon. Der hier war mit Rose dann. Der ist mit Edna. Den haben wir noch nicht. Doch, den haben wir doch gerade gemacht. Wo ist denn der für Zerweht? Was ist der mit für Zerweht? Hat der keinen?
Ja, hier war mit Rose und ein Seraphen, glaube ich, ne? Wo war der mit Saved? Einmal kann ich doch ganz einfach herausfinden, wenn ich 6 habe, wenn ich 8 habe. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was? Da müsste ich doch für Dings auch haben, für Zerwelt. Okay, ganz ruhig. Sorry, Mekleo. Hey, Laila. Ach, hier ist gar keiner. Okay. 1, 2, 3. Was? Doch, na klar war da irgendwo einer. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ich habe keinen Flitzer wählt. Okay. Okay, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil man wegen dieser Dingens hier Zeitspanne, ob man Diesel oder zerweht hat. Okay. Rose und Edna wieder. So, Mama. Okay, die Musik. What? Und das sind so geile Angriffe. Ja. Ich hätte gerne einen Level Up. Krieg ich aber hier nicht. Warte mal, müssen dann doch 7 sein, ne? Sind ja dann 7, ne? Dann haben wir ja alle danach. Ja, kommt her. Schnauze voll. Ja, was macht ihr da mit mir? Boah. Wer zaubert hier den ganzen Scheiß auf mich? Du, ne? Aber ja. Gibt's doch nicht, ey. Ich hasse Magier. X abgezogen bei denen. Warum? Ja, das ist Basel. Boah. Die alle sind Erde unanfällig. Oh, bam. Also der Felsbrocken, ich glaube, die machen auch alle unterschiedlich Schaden, dieser Schrottwurf. Die Felsbrocken zieht, glaube ich, am meisten ab. Oh Mann. Was ist das? Oh mein Gott. So. Oh, nicht gut. Das hat. Nein. Nee. Die werden aber nicht stärker anscheinend als so 40, 50. Was gut ist. Bitte nicht vergiften, das wäre. Oh ne, nach Verstärken habe ich gerade gelesen. Nein. Finde ich jetzt gar nicht cool. Wahrscheinlich die gleichen Viecher. 57, oh Gott. Sag mal, seid ihr alle gegen Erde widerstandsfähig? Anscheinend schon. Erztreter. Stampfer. Oh nee. Dann sehe ich schon wieder was mir nicht gefällt.
Komm her, Level 65. Kannst du zwei hier. Aua. Ja, genau die Viecher. Ah, oh. Ihr stinkt hier, ne? Warum halten die so viel aus? Drückt euch mal, weil ich spreche die ganze Zeit aus. Ich glaube, ich auch bald die Kampfaktion bekommen. Für so und so viele Ausweichschritte. Ich glaube, ich muss in der nächsten Folge dann entweder versuchen, einige Minibosse zu plätten, oder ich mache die Story weiter. Weil. Boah. Alter! Bleib hier, verdammt. Weil ich komme ja gerade nicht so gut voran, wie ich das will. Schmelzziegel scheinen als hier zu klappen, aber trotzdem, der Rest nicht. Wir haben Leben. Warum musst du für einen Zauber näher kommen? Sag mir, das war schon danach. Wäre geil. Dann kann ich noch so einen Miniboss versuchen. Erstmal will ich meinen Level Up hier abholen. In diesem Part noch. So. Rejected. Dann haben wir 7 Schmelztiegel, ne? Muss ja dann gewesen sein. Nein, da kommt noch welche. Wow. Da fehlt einfach jetzt nur mit Rose. Das ist schon wieder Teufel. Gefällt mir jetzt schon nicht. Ich bin auf ihn zugedüst und habe ihn damit erledigt. Ja, und nicht sogar. Bam. Und da bist du auch schon weg. Ja, Angriffe sind so stark, ne? Irgendwie macht sie viel mehr Schaden als Ray. Ich hab das Gefühl. So. Ich bin echt die falsche Partnerin hier ausgesucht, habe ich das Gefühl. Ihr seid alle gegen Erde widerstandsfähig, das gibt's doch nicht. Leider seid ihr alle sehr schwach gegenüber Rose, habe ich das Gefühl. Du bist schwach gegen Erde, gut zu wissen. Ja. Ja, war kaputt. So. Ich hab gehört, ihr seid anfällig gegen Erde. Komm her. Oh, oh. Overkill. Ah. Halt mal Layla mit mir. Irgendwann nichts mit mir, die Bossen in diesem Part. Wenn mich hier so lange auf Trab halten. Oh. Ein Problem, weil die. Oh, der greift nicht mal an. Okay, egal. Weil die Bosse haben irgendwie Probleme damit. Die greifen nur andere Charaktere an. Oder bin ich mir hier echt nur ein? Bei mir gibt es auch Nerven, um mal die Bosse zu verfolgen. Das
sie, ja, okay, ist sie nicht angreifen, greif mich an die an. Das sagt. Und dann sei der Letzte. Weil Teleport hat sich gewonnen. Oh Mann. Ja, wir haben ja noch schwachsinnigere Sachen bekommen. Photon, was? Neue Kampfaktion gelernt. So, aber hat der Letzte jetzt? Also sie hat ja schon gesagt, also Leila hat schon gesagt, es gibt nur 7 bekannt, also gibt es auf jeden Fall noch mehr. でも認めなきゃいけないと思う。現実を見ないで理想を言っても仕方ないし。ここってさ、スレイも強くしたよね。そうかも。そうだよ。いや、wir haben keine Erfahrungspunkte bekommen。私も腕上げてるから、調子に乗んなよ。え、なぜか怒られた。Überlebensgewand. Und da kommt jemand voll mehr auf mich zugerannt. So, schnelle Schritte. Die Geschwindigkeit bei Freilaufen wird mit L2 erhöht. Boah, geil, zum Glück benutzt er nie. Und wir haben Protonenstrahl und Überlebensgewand bekommen. Ach nee, aber ein Messer. Immer ein besseres Messer. Ja. Ja. Überlebensgewand. Da sind mal, wow, das sind gute Sachen. Verteidigung und A-Verteidigung. 703, okay. Verteidigung, A-Verteidigung. Verteidigung, A-Verteidigung. Ihre Verteidigungen sind so niedrig in letzter Zeit. Gehen wir mal zu irgendeinem Gasthaus, gucken, ob wir da noch was machen können. Ob wir da einen Skit bekommen, meine ich. Was sagst du denn jetzt für einen Schmelztiegel? Okay, ich weiß nicht, wo ich dann einen verpasst habe. Muss ich dann gucken. Ja. Skills? Nein. Okay, dann beende ich ein Part hier. Und weiß ich nicht. Versuchen wir einige Minibosse. Ich habe das Gefühl, ich werde ein paar Allesteiler verbrauchen. Für einige Minibosse. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.